Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Cordyceps. Ja, wir sind in Folge 6 und wie ihr seht, hat sich hier einiges getan. Ihr habt vielleicht alles ja so grob gesehen, was ich schon mal hingestellt hatte. Ja, ich habe zwischenzeitlich die Wiese gemacht, habe allerdings leider den Zeitpunkt verfasst, das zum zweiten Mal zum Düngen. Deswegen steht hier unten auch nur Düngen 50%, Ertragsbonus nur 75%. Also beim nächsten Mal wird es ein bisschen weniger geben. Das, was ihr jetzt hier seht, sind freundliche Stapel. 24 Ballen, jeweils zu 6000 Liter. Und ihr seht, das sind ein paar Stapel. Ich habe auch einen davon schon eingelagert. Die hier sind alle auch schon schön zu Silage geworden. Im Endeffekt hatte ich nachher einen Schwung Gras gemacht und 1,4 Millionen, also knapp über 1,4 Millionen an Silage. Das ist da dementsprechend bei rumgekommen. Was ich mir denn noch hingestellt habe, zusätzlich, und eine Sache, die ich noch abgerissen habe, die zeige ich euch jetzt mal einfach als nächstes. Ich habe erstmal dafür gesorgt, dass meine Produktion alle laufen. Das heißt also, ich habe jetzt hier keine Oliven in der Ölpresse drin, das nicht, aber man sieht hier vorne vor. Dort haben wir einmal Raps und wir haben Sonnenblumenöl. Also ich habe zwei Sorten Öl am Laufen. Das Sonnenblumenöl verbrauchen wir auch teilweise hiermit. Das ist dann ja hier für Hafermilch, Sojamilch und für Sahne. Da seht ihr dementsprechend auch Sahne. Da geht ein ganzer Teil von meiner Milch rein. Ne? Und hier dementsprechend seht ihr dann die anderen guten Geschichten. Ne? Hafermilch, Sojamilch, Sahne. Hier läuft also auch alles. In der Hafermilch ist etwas Sonnenblumenöl drin. Deswegen bin ich darauf gekommen, das hier zu machen. Und habe halt hier Sonnenblumen- und Rapsöl am Laufen. Ja, die Mühle, wie gesagt, die macht normalen Mehl und halt Kartoffelmehl. Hier seht ihr dann die beiden Brotgesorten nochmal. Schön fürs Räuspern, habe ich aber glaube ich auch schon mal gezeigt. Ja, was weg ist, ist die Brauerei. Die ist weg. Ich wollte mal die anderen Sachen in Sachen Milch auch ausprobieren. Das hier ist ganz normal eine Standardmolkerei. Da seht ihr selber, also braucht Milch, Zucker und macht den Käse, Schokolade und Butter im Endeffekt. Butter habe ich jetzt hier nicht laufen, weil ich mache noch keine Kuchen oder Brownies, was ja die andere, was die Bäckerei drüben ja auch könnte. Sondern ich produziere jetzt hier nur Käse zum Verkaufen und Schokolade zum Vorproduzieren, weil die Originalmolkereien wie auch die Originalbäckereien sind relativ langsam, muss man zugestehen. Also die haben nicht so die riesige Menge, die sie jetzt im Monat umsetzen. Deswegen wird die immer nur zugefüttert und ich muss halt zwischendurch sehen, dass ich hier was loswerde. Ne? Lagersystem habe ich ja dementsprechend schon gezeigt, Verkaufspunkte auch. Und was ich jetzt auch neu gesetzt hatte, neben dem Kuhstall, den wir hier haben. Im Kuhstall sind übrigens schon erwachsene und junge Tiere drin. Knapp 200. Im nächsten Monat, was hier der Oktober ist, dürfte ich glaube ich nochmal 50 oder sowas an Nachwuchstieren dazu kriegen. Und was ich mir noch hier zusätzlich hingesetzt habe, ist eine kleine Biogasanlage. Die heißt einfach nur Biogasanlage 50 kW. Die ist jetzt auch die Tage. Weiß ich, habe ich die schon vorgestellt? Werde ich die noch vorstellen? Ich glaube, die werde ich noch vorstellen. Könnte sogar sein. Muss ich einfach mal gucken. Kann auch sein, dass das jetzt die letzten Tage war. Ich habe die Pläne nicht so genau im Kopf. Auch diese Produktion habe ich schon mal vorgestellt. Hier könnten wir aus Stein, Wasser, halt Kalk herstellen. Aus Mist und Gülle und Gärreste gibt es hier Dünger. Aus Dünger und Wasser und Bailey gibt es hier Seed. Ne? Und dann gibt es hier dementsprechend auch noch das Mineralfutter, was wir machen können, aus Heu, aus Kartoffeln, aus Silage und aus Raps. So sieht das Ganze aus. Ne, auch die Produktionsgeschichten hier laufen soweit. Da seht ihr auch mal die Übersicht der Tiere. Wir haben ja also, das sind einmal 50 Erwachsene, wie gesagt, diese nächsten Monat dran. Ich glaube, es sind, die haben frisch. Hier kommen nochmal 25 nach. Die waren in der Reproduktion sozusagen schon und die sind schon wieder dabei. Nee, gar nicht, die sind noch Jungtiere und sind das erste Mal in der Reproduktion. Und wir haben noch zwei Bereiche, die noch in die Geschlechtsreife gerade gehen. Das heißt, die sind noch gar nicht so weit. So einfach ist das Ganze. Das sind die Tiere. Ja, mit der Produktionsgeschichte, was ich gerade sagte hier, mit der Futtergeschichte und sowas. Die habe ich hier unten. Da seht ihr selber, Kalk werde ich nicht produzieren. Für Kalk haben wir eine extra Anlage, Mineraldünger. Brauche ich bei meiner Mischfutteranlage auch nicht. Aber hier seht ihr selber, hier brauchen wir, ne, steht draußen, steht Bailey dran und ich dachte, Bailey wäre eigentlich Gerste. Ich bin mir nicht sicher.
Merkst, hier ist Weizen dann im Endeffekt gefragt. Ne, also wir werden aus 1000 Dünger, den wir selber produzieren können, hier in der Stufe, ne, die sieht ja auch dementsprechend, hier wird auch gearbeitet, Mineraldünger ist auch da. Nur Saatgut habe ich noch nicht gemacht, weil ich habe gerade erst ein Weizenfeld angesät, um halt Weizen zu bekommen und auch meine Strohvorräte aufzufüllen. Ich habe zwar noch 2 Millionen Stroh, aber wenn wir hier Richtung 500 Kühe gehen, dann passiert hier einiges. Ne? So muss man es vielleicht nur mal sagen. Oh, die können wir deaktivieren, sonst kostet die zu viel Geld. Wie gesagt, Butter habe ich jetzt hier noch nicht angemacht, da sehe ich noch nicht so den Reibach drin, was die Preise angeht. Und Käse als Verkauf ist ganz okay. Und Schokolade produziere ich erstmal auf Vorrat für die anderen Produktionen halt. Ne? Und wie gesagt, Saatgut habe ich jetzt auch noch nicht produziert, kommt halt noch nach, weil ich den Weizenpart noch nicht am Start habe. Ja, was habe ich noch Schönes gemacht? Ich habe die ganzen Sachen noch ein bisschen beleuchtet hier zum Teil. Da seht ihr noch Flutlichtmasten stehen. Was ihr jetzt hier auf dem ersten Feld seht, das ist wieder ein bisschen größer geworden übrigens. Weil hier seht ihr dementsprechend, ist Sonnenblumen drauf. Wenn wir uns das Ganze auf der Karte angucken. Na, machen wir einfach mal. So, dann seht ihr, hier ist Sonnenblumen drauf. Und ich hatte vorher die ja schon zusammengefasst. 67, 68, 69. Und die 66 war noch alleine. Und hier habe ich dementsprechend die 66 dann auch noch mit hinzugefügt zu meiner 11 und 10 Kombo, die ich habe. Also ich habe jetzt im Prinzip zwei große Felder und eine große Wiese. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich das Ganze hier abtrenne. Wieder, es war ja mal ursprünglich ein Feld, klar. Aber das Ganze nochmal abtrenne, um hier oben nochmal einen Forstbereich dann zu machen, was die Forstproduktion angeht. Weil ihr seht, hier unten wird es echt eng so langsam. Ne? Da ist nicht mehr so super viel zu machen. Ein, zwei Kleinigkeiten kann man da vielleicht noch stellen. Aber die Forstsachen sind ja meist etwas größer. Ne? Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ja, da musste man dementsprechend nochmal eine Runde ein Auge drauf werfen, was wir daraus machen. Wie hier seht ihr schon, oben Weizen, unten Sonnenblumen. Sonnenblumen ist das, was momentan an Ölfrucht am niedrigsten ist, was ich so direkt gebrauche. Ne, weil ich habe ja Sojamilch, ich mache Rapsöl, ich mache Sonnenblumenöl. Also eigentlich brauche ich alle Ölfrüchte. Von den anderen beiden habe ich noch ein bisschen Vorrat. Kann man hier auch sehen. Gerste habe ich noch da, Hafer habe ich noch da. Raps auch nur noch ein bisschen. Sonnenblumen gar keine Reserve mehr. Deswegen ist das jetzt dran. Soja ist noch ein bisschen dabei, das ist kein Problem. Hafer für die Hafermilch reicht auch eine ganze Ecke. Gerste mache ich momentan hauptsächlich Mehl draus. Das habe ich ja zuerst angebaut für die Brauereigeschichten. Und das habe ich dann auch sein gelassen. Ist ganz nett, aber bringt im Endeffekt nicht so die Geldmenge, wenn man was machen will. Das heißt, bei einer der nächsten Geschichten geht hier nochmal eine Runde Raps durch euch, eins der großen Felder. Dann frische ich das Ganze dann wieder mit aus und dann geht das halt wieder von vorne los. So einfach ist es. Kartoffeln für Kartoffelbrot habe ich auch noch. Was ich damit mache, wenn mir die Kartoffeln ausgehen, muss ich echt mal gucken, ob ich dann mir noch irgendwie mal was nachmache. Seht selber, Grasheu ist hier nicht mehr super viel auf Lager. Stroh sieht noch relativ gut aus. Ich habe Brot bereits vorproduziert. Hier ist wieder ein bisschen Käse. Käse habe ich jetzt erst verkauft. Deswegen ist nicht viel da. Raps und Sonnenblumen wird auch noch nachkommen. Schokolade produziere ich noch an. Das hat momentan alles nicht die Höchstwerte, wenn man draufklicken würde. Ne? Schokolade, seht ihr selber. Ja. Ne? Hier fehlt es noch. Wir müssen mehr in dem Bereich. Wenn ich sie verkaufen würde, aber ich produziere sie ja momentan zu. Ja, Mist, Gülle ergibt sich natürlich schnell und viel. Bier und sowas fällt weg. Hier unten haben wir noch Kartoffelbrot. Da warte ich auch bis Dezember, bis ich es verkaufe. Ne, ihr seht, durch die neuen Patch hat man schön die Höchst- und die Niedrigstpreise hier schön mit dran stehen. Und sieht ungefähr, auf welchem Level man sich befindet. Sojamilch, Hafermilch und Sahne, die werden einen Haufen Kohle einbringen. Aber ihr seht selber, das ist eh mehr Oktober, ne, die Sahne. Hier seht ihr, dass es auch eher ne, Februar ist. Und hier ist es auch ja Februar. Also das ist dementsprechend was, was jetzt einfach produziert in rauen Mengen, wird eingelagert und dann bringe ich den Kram dann rüber. Jetzt kommt ihr drauf, ja Moment, aber du hattest doch Bäume drauf, die man nicht wegsehen konnte, sehen konnte drüben. Ne? Was ist denn da gelaufen? Ich laufe da jetzt einfach mal hin. Ich habe die Bäume entfernt, das kann ich euch gleich zeigen, und zwar ohne, dass ich irgendwas in der Hand nehme, weil ich habe das Gerät, wo ich das Ganze mit gemacht habe, selber nämlich nicht, sondern es hat mir eine meiner Kollegin hier auf dem auf dieser Karte dementsprechend ausgeliehen, die das angeschafft hatte. Weil in einem der Ricky-Pakete, das ist ja das in der ganzen Produktionsmod-Geschichten da, die ich ja am Sonntag gemacht hatte, das Video gezeigt hatte, da ist der Punkt, da war in dem Vehicle-Paket auch der Brux drin. Den kennt jemand vielleicht noch aus dem 19er.
Ne? Das ist das gute Stück, wo man so ziemlich jeden Baum mit wegmachen konnte. Der hier, keine Kollision. Kann ich so durchlaufen. Ne? Ich kann da drunter zwar nichts machen. Ihr seht selber, der hat im Prinzip hohl und gar nicht da. Kein Widerstand. Ich weiß nicht, wie sie sich mit dem Holzkram und den kleinen Sträuchern hier verhält. Da habe ich jetzt noch nicht probiert, sie wegzumachen. Aber ihr seht selber, die Bäume sind weg. Ich habe nur eine Sache übersehen, glaube ich. Muss ich nochmal gucken. Ich meine, ich hätte irgendwo noch einen Baumstumpf. Ich meinte, einer wär übergeblieben oder so. Ich muss mal gucken. Ich meinte, irgendwo hätte ich einen Baumstumpf. Aber sonst habe ich, wie gesagt, hiermit das Feld halt begradigt. Hier liegt auch noch ein Stückchen Holz. Das kann ich so auch nicht nehmen. Ja, das Kreuzmann ist fürchterlich, ich weiß. Also wie gesagt, ich habe dadurch das hier begradigt. Das war ja hier so ein Teil, wo ich mal schön rumfahren musste. Habe ich keinen Bock drauf gehabt, muss ich zugestehen. Das werde ich hier nochmal fertig machen, die kleine Ecke. Und dann das Ganze klar machen. Auch hier in dem Feld hatte ich den kleinen Winkel drin. Das waren auch Sträucherbüsche und ein, zwei Bäume. Die habe ich ja auch schon zwischen weggenommen. Das habe ich alles schön mit dem Brooks weggemacht. Und ja, jetzt habe ich einen schönen Weg. Bäume und sowas habe ich immer noch. Ihr seht selber, hier ist es mehr als genug Bewachs. Und hier dementsprechend die Felder insgesamt zusammenfügen konnte ich ja nicht. Hier seht ihr übrigens mal einen Weizen, ne? 4 von 7. Dann seht ihr hier, sind noch die ganzen Bäume, weil die Dinger kriegt man natürlich nicht weg. Und dann brauche ich auch kein Feld zusammenfassen, wenn ich eh um die Strommasten rumgucken muss. Deswegen habe ich hier noch ein bisschen Licht mitgesetzt. Das sind immer 2 ineinander, wie ihr seht. Und dann habe ich die dementsprechend gedreht. Das habe ich ein bisschen die Einfahrtsbereiche, die Anfänge von dem Vorgewände und sowas. Das ist dementsprechend dadurch ein bisschen vernünftig beleuchtet. Ja, wie gesagt, meine Wiese, ja, nicht ganz so gelungen, das gestehe ich zu. Da fehlt ein bisschen Quote, ne? Sagen wir es einfach mal so. Ja, wie machen wir denn noch, oder was machen wir noch Schönes? Ich würde sagen, ich hüpfe mal kurz in einem Fahrzeug, was hier vorne irgendwo weiter steht. Da seht ihr es gerade, der Kollege hier liefert immer zwischendurch ein bisschen Mist an, hat gerade nämlich gar kein anderes Hobby. Das seht ihr selber, ich kann ihn immer, wenn er ein bisschen gerade wegproduziert, dann kann ich was nachkippen. Aber so ist es halt. Hier habe ich noch ein bisschen meinen Transporterkram und meine anderen Sachen stehen. Kühe habt ihr ja schon gesehen. Das ist der normale Stall, bloß die Parsival-Edition. Das heißt, da gehen 500 Tiere rein. Deswegen muss ich natürlich auch dementsprechend gut produzieren. Meine Futtermischgeschichte hier produziert 144.000 Liter am Tag. Das wird auch für 500 Tiere nicht reichen. Ich schätze mal so zwischen 300 und 350 Tiere kriege ich damit versorgt und das ist es dann. Ja? So, wenn wir hier vorne unseren Hof verlassen, weil wir hatten beim letzten Mal uns ja um die Nachbarn gekümmert. Dann seht ihr, hier geht erstmal ein Weg rein, aber das ist gar nicht unser Weg. Ne? Der ist normal für die Häuser. Aber unser freundlicher Kollege, der hat sich hier vorne richtig eine schöne Einfahrt gebaut, da seht ihr es. Ne? Reingepflastert und dann hat er hier sich am Seitenstreifen, was auch gleichzeitig dann für ihn das, der Wendebereich ist, wenn er das halt per Helfer machen lässt. Weil das Ganze ist jetzt eine Wiese in dem Sinne von, zeige ich euch mal, da haben wir es. Das ist dementsprechend hier die riesige Wiese, ne, die er draus gemacht hat. Feld 50 ist es gewesen. Ja, und da hat er sich eine schöne Zufahrt dann gesetzt. Hier kommen vielleicht noch irgendwelche Produktionsgeschichten hin, das kann natürlich gut sein. Eine gute Abgrenzung, das ist ein ziemlich breiter Weg, auch ein ziemlich langer Weg. Und dann kommt man halt dementsprechend hier auf seinen Hofbereich. Was er jetzt hier noch wie aufteilt oder sowas, weiß ich nicht. Ihr seht selber, er hat sich schön eine Rundung gemacht. Ihr seht, ihr habt hier, ne, das ist das gute Stück zum Silo leer machen. Das hat er sich ja so platzmäßig angelegt. Ein bisschen Solar steht hier auch. Hier sieht man seine Silageballen. Die hat er dementsprechend auch hier schön ordentlich und in mehr als rauen Mengen gepackt. Kann man nicht anders sagen. Also Silage satt, sage ich einfach mal so. Ja, hier steht sein Fuhrpark, seine Hallengeschichten. Und wie gesagt, ein bisschen Weggeschichten und so. Das hat er sich halt neu gebaut. Das ist, glaube ich, die Kalkproduktion, die hier noch steht. Also ein bisschen was gemacht hatte ich auch schon. Das ist noch das Maurice-Lager. Da kann er schön einmal komplett hinterlang fahren. So hat er sich halt die Wege und sowas hier alles schön angelegt. Und hier hat er dann dementsprechend auch noch eine Ausfahrt. Die führt an einen vorhandenen Feldweg ran. Und hier hat er die zweite Einfahrt, da hat er sogar ein bisschen Lampen gesetzt. Das ist also schon ganz okay. Und hier sind wir dann wieder auf dem Platz. Also auch das sehr, sehr schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Hat was. Schön angelegt. Und auch ein bisschen zukunftsorientiert, je nachdem, was er sich denn hier alles noch so hinschmeißen will. Ne? So muss man es ja sehen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum seht ihr in der Folge jetzt eigentlich hier nicht, dass du
auf dem Feld irgendwie rumagierst. Ja, der Punkt ist, wenn man sich das Ganze anguckt, ja, was soll ich sagen? Es ist alles gedüngt, es ist alles im Wachstum. Ne? Das Einzige, was nicht ganz gedüngt war, ist meine Wiese, aber die kann ich leider nicht mehr nachholen, weil die ist schon reif. Die könnte ich dementsprechend bearbeiten und da könnte man dementsprechend Nachschub mitmachen. Aber das ist es dann momentan. Also ich bin jetzt hier gerade in einer Fertigphase sozusagen. Das ist jetzt so eine Zwischenphase, wo ich sage, ja, okay, können wir gucken, was wir dementsprechend draus machen, aber im Prinzip habe ich es jetzt gerade. Ja, wir werden dementsprechend uns hier nochmal ein, zwei andere Sachen anschauen. Und das, was wir uns anschauen müssen, ist noch der, ich weiß gar nicht, was wir genau gemacht haben, aber ich glaube, wir haben noch nicht alle Nachbarn gesehen. Das heißt, den einen haben wir jetzt ja gerade uns angeguckt. Wir haben noch einen, der sehr schöne Geschichten baut und auch sehr auf Dekoration und sowas guckt und auf Funktionen. Und da werden wir uns das dementsprechend auch noch bei der nächsten Folge mal mit beschäftigen. So, ja, aber ich würde sagen, im Groben und Ganzen war es das für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis zum nächsten Mal.